So, meine Damen und Herren, es geht weiter. Ich habe jetzt hier die Anhänger dran gebaut, die wir hergestellt haben. Fabrikator, Lagermodul. Ich fahre damit einfach durch die Gegend. Also, ja, ich hoffe jetzt mal nicht, dass das irgendwie arg viele Dinge beeinflusst. Wir fahren damit mal einfach los. Ich würde sagen, nächster Quest, alles wurde uns aufgefüllt. Wir holen uns die Artefakte. Und bin ich arg langsamer jetzt? Vielleicht bin ich hier nochmal ein bisschen langsamer jetzt, dadurch, dass ich die Module drin habe. Ich muss mir mal das Nachbrennermodul machen und das sollte ich mir mal anpinnen, bevor ich das wieder vergesse. Wir brauchen dafür aber wahrscheinlich genau die Fahrzeugerweiterungsstation und einen Tauchdock. Das müssen wir auch demnächst mal craften. Das könnte ich jedenfalls bald herstellen. An die Lithium hat noch gefehlt. Muss ich mir erst holen. Holen wir uns ein bisschen Lithium. So. Und meine Aufgabe wäre jetzt, denke ich mal, dieses Erbauer-Artefakt dort unten mir anzuschauen. Da bin ich, ist mir, oder das ist als erstes, glaube ich, von den dreien Markierungen, die ich habe, unten aufgetaucht. Oder nee, als zweites, nachdem wir das schon hatten. Aber ich würde einfach mal gucken und das mit wegsammeln, ja. Und wir fahren hier fleißig durch die Gegend mit unserer wunderbaren neuen Bahn, die Anhänger jetzt hat. Hey, die haben auch alle Durability und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es immer noch einen Eingang, wo ich dann da runterkomme. 300 Meter Entfernung jedenfalls. So, immer schön die Energie, den Schockwelle, falls uns was angreift. Und dann wird das was. Mal schauen, ob ich da irgendwie reinkomme. Ich gucke mich mal in der Gegend um. Also wir waren hier unten ja schon. Problem ist nur, ich weiß halt nicht, ob wir da richtig sind. Weißt du, das wie kennen wir ja auch schon. Hallo. Ich muss ihn schocken. Zieh Leiner. Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Oder? Oh, doch! Nein. With this artifact, I am again able to trace the imprint of my people. They survived for a time, but then their presence becomes faint. Okay, ich habe ein anderes Artefakt gefunden. Das ist noch 200 Meter weg. Also, cool, dass es hier eins gibt, aber ich kann das ja mal scannen. Hier bin ich einfach mit der Bahn reingefahren. Kann man irgendwas reparieren? Das kann man reparieren. Bisschen in die Wand gedatscht. Hier, lass mal scannen. Ein weiteres Erbauer-Artefakt. Habe ich per Zufall ein anderes gekriegt? Können wir reingucken. Starkes elektromagnetisches Feld erzeugt. Cool. Dann habe ich per Zufall ein anderes gekriegt, aber nicht das, was ich brauche. Oh, ich habe einen Blueprint auch bekommen vom Scan des Artefakts. Warte mal ganz kurz. Eine Ionenenergiezelle. Ja, das können wir in die Bahn packen. Dann hält die ewig. Was liegt denn hier noch? Ist das nochmal ein neues oder ist das das, was wir schon hatten? Ja, da ist das Krebsding. Hier hatten wir das ja gekriegt. Aber ich habe hier nur drei Krebse gekriegt. Ich wollte nochmal schauen, ob ich irgendwie. Hä? Wie bin ich denn ausgestiegen jetzt ohne. Okay, das war weird. Weißt du? Der vierte fehlt mir noch. Und ich habe noch gedacht, was ist denn? Habe ich noch einen verpasst, der irgendwo was ja nach hier oben ging? Habe ich denn hier oben irgendwas noch verpasst gehabt? Ist hier noch. Hier ist noch eine versiegelte Tür. So, wo sind wir denn hier gelandet? Ach, hier war ich schon mal. Nee, also ich suche halt noch, ne? Ich suche halt den vierten Krebs und ich habe den bisher noch nicht gekriegt. Und ich weiß nicht, ob der irgendwo hier in der Nähe ist oder ob ich den nochmal woanders finden muss. Hier sind nur drei. Meine Damen und Herren, wir versuchen mal, dieses Körperlager zu finden. Dafür muss ich gerade mal gucken, wo es runterging. Kann sein, dass das A hier wahrscheinlich war, ne? Ja. Genau hier war das. Und hier konnte ich nicht so tief tauchen, weil mein Schiff das nicht ausgehalten hat. Aber jetzt sind wir anders unterwegs hier. Haha. Ich muss mal gucken, was wir alles einsammeln können. Ne? Ich habe auch ziemlich viel im Lager. Hier diese Blutklumpen will ich schon mal mitnehmen. Und Rubine und sowas. Kann man die Höhlenknospen denn mal? Fortgeschrittenen Bautechniken verwendet wird. Bin mir noch nicht sicher, was für Bautechniken, aber wir nehmen einfach mal mit. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. Da, wo ich am Anfang reingeguckt hatte einmal. Ja, man kriegt immer oben so ein bisschen angezeigt, dass hier was eventuell sein könnte. Dadurch, dass hier diese Säulen stehen. Dann fahren wir mal hier rüber. Das Erbauer-Körperlager auf 600 Metern Tiefe. Gucken wir mal. Hallo?
Okay, da kann ich auch gleich rein. Irgendwas Wichtiges hier? Nö, nicht unbedingt. So. Ja, nach einiger Suche haben wir wohl hier das Erbauerlager, Erbauerkörperlager vor uns. Okay, Bro, okay. Ein Lampionbaum. Hier gibt es viele Pflanzen, glaube ich, zum Scannerino. Hier auch wieder. Ne, das sind immer dieselben. Das Ding der Mitte muss ich jetzt gleich nochmal scannen. Das sind identische hier im Umkreis. Erbauerkörperteil. Erbauer-Skelettstruktur. Ich hätte gedacht, dass mein Dude sich jetzt wieder meldet. Habe ich da ein Rezept wahrscheinlich? Da, ein Erbauer-Skelett aus Plastahl, Diamant und Polyanilin, was auch sonst. This skeleton is very dense, able to handle heavy forces. A good frame for my new form. Are you okay, Alan? It is not often that I gaze upon the form of a foreign architect. Is this place another sort of sanctuary? It's peaceful. Beautiful, even. As the bacterium spread, the continuation of life became uncertain. This is a place to reflect. I think I understand. Hm. Essen gibt's ja auch nicht wirklich viel, dann gehen wir wieder zurück. Dann habe ich aber das schon mal gecheckt. Jetzt muss ich noch die anderen Teile finden. Ich würde jetzt gerne zurückfahren und zwei große Energiezellen für die Bahn. Und guck mal, die ist auf 58% nach der kleinen Tour, die wir eben hatten. Back to the base und dann gucken wir nach dem anderen Erbauartefakt, das PK-8, weil das da vorne, das habe ich irgendwie nicht gekriegt. Also da muss ich mal gucken, ob ich mich irgendwie abkoppel, meine Module, und dann so klein unter die Vulkangegend fahre. Irgendwo muss es da runtergehen, weil ich vermute, dass das irgendwie in der Vulkan-Area ist, unterhalb im Verborgenen. Das kann ich mir nicht erklären. Ja, dann fahren wir erstmal zurück mit meinem kleinen LKW. Was noch cool wäre, wenn man auf Autopilot stellen könnte und dann innen drin laufen könnte. Und außen fährt das Ding entlang. Welcome aboard, Captain. So, was haben wir denn alles mitgenommen hier? Nicht so ultra viel. So, wir müssen hier so ein paar neue Batteries mal machen. Dafür brauche ich auch die Zeile. Na, ich brauche eigentlich 4 Ionenwürfel, ne? 1, 2, 3, 4 plus einen für so eine Quantenkiste. Aber da brauche ich wieder 4 Lithium. Guck mal, 2 habe ich jetzt hier geholt. Habe ich noch? Wenn ich Pech habe, kann ich es nicht machen. Dann muss ich die Ressourcen mitnehmen und unterwegs craften vielleicht. Ja, nee, ich habe nur 3 Lithium leider. Dann wird das leider erstmal doch nichts. Aber wie gesagt, wir können die Ressourcen mal mitnehmen. Also, was brauchen wir denn? Wir brauchen 1, 2, 3, 4 Würfel. 4 Gold, 4 Silber, 4 Lithium. Alles wieder voll, wir gehen los. Ich werde auf dem Weg ein paar Materialien mitnehmen und dann innen drin mir die Teile zusammen craften, würde ich sagen. Nächstes Ziel ist dann wohl das nächste Signal, was etwas weiter weg war. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Tief kommen wir ja. Und das hier bei dem Q59, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Das ist irgendwo wahrscheinlich im Vulkan oder so, aber das sehen wir nochmal. Gut. Dame Lithium. Wie gesagt, brauche ich. An active volcano detected nearby. Erloschener Vulkan in der Nähe geortet. This site is one of some significance. Its data will assist us on our quest. Dann fahren wir mal ganz runter auf den Kern des Vulkans. Naja, was heißt inaktiver Vulkan? So inaktiv scheint er mir jetzt nicht, wenn er mich fragt. Na gut, hier gibt es halt noch 2 Würfel zu mitnehmen. Nehme ich doch gerne mit. Das hier ist wieder für Vulkanenergie wahrscheinlich, ne? Bodenprobensammler. Programmierbarer Roboter sein, der Bodengesteinsproben sammelt, analysiert Scanzeichen, vorhanden sein von Geräten, die von Menschen gebauten Lasern und spektrographischen Analysegeräten sehr ähnlich sind. Okay. Dann, wenn ich aber schon mal da bin, ne, würde ich sagen, gehen wir auf Eintüt. Eintüt-Action. Oh, hier ein bisschen Lithium noch. Also, wie gesagt, ich kann die Zeit gerade mal nutzen und ein bisschen Ressourcen mitnehmen. Ich wollte noch ein Silber finden, damit ich die besseren Akkus machen kann. Hier gibt es so viele Sachen, die ja wieder. Leute, dafür, dass ich so viel die Dias gesucht habe und einfach keine gefunden habe, kriege ich jetzt aber nachgeschmissen hier, ne? Ich glaube, das reicht jetzt gleich erstmal mit den Sachen. Lithium ist das Wichtigste von dem, was wir am meisten brauchen. Ich probiere als nächstes nochmal nach da vorne zu gehen, nach dem Q59-Artefakt zu gehen. Oh, bist du denn?
Das ist jetzt ein roter. Der andere war nicht rot. Da wurde ich eben von dem Vieh gegrabt. Habe ich jetzt auch gerade nicht gedacht. Ich dachte, die schreien, das sind die anderen hier. Und dann ist es endlich soweit. Wir tauschen die Energiezellen aus gegen vernünftige Energiezellen, die richtig ewig jetzt halten. Wir können die ganze Zeit Tiere schocken und das ist doch schon mal gut. Also, bitte nur um zu sagen, mal mit Spielen diesen Satz verwenden. Mit Games. Frage. Ich glaube, ich habe noch so eine Vermutung, dass wir irgendwie hier runter müssen. Ein Problem, was ich allerdings habe, ist, ich bin zu groß dafür. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Hier oben an dem Anlegesteg gehe ich jetzt einfach mal hin. Ich koppel die Teile ab und wir holen die später wieder mit. Jetzt gucke ich erstmal, ob hier unten irgendwas drin, drum und dran ist. Oh. Ich sollte aufpassen, wenn ich in einen aktiven Vulkan reintauche. Aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass hier irgendwas ist. Hier ist auch nichts. Ich fahre gleich, wenn der fertig gespuckt hat, mal kurz vor und wieder zurück. Vielleicht muss ich auch hier, ja, da ist ein Vulkan, an dem ich vorbei muss. Glaube ich. Ich lasse ihn nochmal kurz ausbrechen und dann, wenn er aufhört, fahre ich vorbei. Sie? Und hier wäre ich halt ungern mit dem dicken Ding durchgefahren. Da ist aber auch wieder was. Nee, ich glaube, wir sollten jetzt mal hier vorbei und runter. Kann ich da nicht durch? Oh doch, ich kann durch. Aber knappe Sache. Ich hoffe, ich komme auch wieder hoch. Ja, man eckt ein bisschen an, aber es geht ja noch. Also mit Abteilen wäre ich hier nicht durchgekommen, das ist natürlich klar. Tiefer und tiefer und tiefer. Geht es da auch noch mal irgendwo lang? Nö. Sind das Fischeier? Ey, ich wette mit euch, dass das hier Eier sind von den Krebsen. Oh doch, hier kann man doch runter. Hier kann man doch runter. Oh. Oha, was haben wir denn hier? Aber ich glaube, da kann ich hier kann ich jetzt nur durchtauchen, ne? Gibt es da noch eine andere Möglichkeit hinzukommen, wo ich durchtauchen kann? Komplett? Oh, ja, hier vorne. Nevermind, ich habe mir die Frage selbst beantwortet. Und da sehe ich einen Krebs am Boden. Die Frage ist, ob ich noch was anderes sehe, außer einen Krebs am Boden hier. Etwas, was mich vielleicht wegkrebsen will. Ne, sieht erstmal gut aus hier. Was haben wir denn hier gefunden? Und da vorne ist auch das Artefakt auf der Höhe. Hier sind so kleine Steinläuse. Die kann ich da bestimmt draufsetzen, dann zerboxen die das. Fragment eines Krebsexoskeletts. Also man muss das hier finden, ansonsten bam. Ich vermisse ein bisschen dieses Boom, Rezept freigeschaltet, episch Musik, dies, das. Und hier hinten haben wir noch irgendwo, oh, wir sind mal ein Krebsbohrerarm, oh. Ja, den haben wir schon. Das sieht erstmal aus wie ein Fahrstuhl. Und das sieht aus wie eine verdammte Seilbahn. Und da liegt auch ein PDA. Den kann ich nochmal holen. So tief bin ich nicht, aber, geht noch. Altera PDA. So, Zusammenhang zwischen ungeklärter Ionensignal und Verschwinden der Aurora. Ey, ich bin doch schon längst rausgekommen. Dann werde ich ja wohl gesagt haben, was passiert ist, oder? Im ersten Teil. Und das, seit die Sun Release Let's Melt, die Bergungsteam setzen ihre lange Reise fort. Gucken wir, was wir sonst noch so hier finden. New Technology acquired. Stirnlampe. Ah ja. So, unten haben wir alles gescannt. Dann gehen wir mal hier entlang. Ich glaube, das hier ist die Richtung. So, mit Netzen sind so die Wände gestützt. Und da liegt doch schon wieder etwas. Für mich zum Scannen. Na, den Bohrarm, den haben wir aber ja schon. Da ist noch ein fertiger Krebs. Bro, der ist ja noch ein Schuss, oder? Kann ich da einsteigen oder ist das nur zum Scannen? Na schade, ich dachte, ich könnte jetzt da einfach hingehen, aber... Nein, kann ich nicht benutzen. Was haben wir denn hier? Oh, ein Modul. Sprungtriebwerk.
Fragmenten des Konstruktions... Oh Gott, nein. Oh nein, bitte nicht Knochen brechen. Was haben wir hier? Achso, auch nur wieder Krebsfragment. Ja, ansonsten hätte ich wahrscheinlich... Okay, es gibt mehrere einfach. So, was haben wir denn hier noch? Altera PDA mal wieder. Aurora-Wrack gefunden, Überlebende bestätigt. Übertragung kommt vom Handelsschiff Sunbeam, das in der Nähe befand, als es die SOS entdeckte. Hey Altera, wir haben hier einen eurer fliegenden Suppe gefunden. Scheint Überleben zu geben, wir fliegen hin, sehen uns das genauer an. So. Das war ja ich im ersten Teil, der Kontakt mit der Sunbeam hatte. Weder die Zahl der Überlebenden noch der wahre Zustand des Schiffes ist zurzeit bekannt, aber man weiß jetzt, dass es mit weitgehend inaktivem Rumpf auf dem Planeten gelandet ist. Es ist kleiner als die Erde und weitestgehend vom Wasser bedeckt. Man nimmt an, dass der Planet eine atembare Atmosphäre hat. Ja. Sunbeam ist als Frachtschiff für 5 Personen registriert. Reicht nicht aus, um die Besatzung oder die Ladung der Aurora zu retten. Signalsicherung des Weltraums benötigt mindestens einen Monat zur Übertragung. Aktienkurse fallen. Ah ja. Gut. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie... Lässt sich die Tore öffnen. Hier ist doch wieder... Hier ist doch noch eine Altera-Einrichtung, die auch markiert ist auf der Karte. Ich glaube, hier hinter geht's... Ne, da kann ich nicht rein. Ich sehe auch keine Möglichkeit, das gerade hier zu öffnen. Vielleicht kommt das später noch, aber erstmal nicht. Kann ich noch irgendwo hier geradeaus oder links fahren? Ja, hier ging's auch noch lang. Aha. Wieder ein Artefakt-Room. Another site found. But I cannot yet tell whether the others survived. Still, it holds valuable information. I hope you will find more. Ja, scan mal. The network is indicating more of my people's technology. But the images I am receiving are fragmented, repeating. I am struggling to locate them precisely. Fragmented images? Why would that happen? I can only theorize that the locations are deep and shielded by a refractive material. Perhaps amongst large crystal formations. Ah ja, dann weiß ich ja schon mal, die Kristallformation, die kennen wir ja schon. So, im Umkreis liegt dann erstmal nichts mehr, außer nochmal so ein Ei von so einem Krebs oder so, das ist mal egal. Schön, dann habe ich das auch schon mal mit abgescannt, da bin ich nämlich noch vorbeigefahren bisher. Oh, jetzt ruft er mich schon wieder an. Ja? Ja, dann sah an. Our searches have been useful, but ultimately I have no definitive evidence as to the fate of my people. The network I hoped to rejoin may no longer exist. I cannot feel it. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still in version 14.2. That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes. So don't give up. Go there, see for yourself what happened. You are expressing optimism, but it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. There's a poem Sam loved. Hope is human. Hope is... Oh, right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation I can find in your PDA. It's a line from a 19th century Earth author. Emily something. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. I promise we'll get answers one way or another, Alan. Adding hope. Okay. Haben wir noch was drin? Nö. So, haben wir denn... Das ist eigentlich nur ein Aufzug hier, ne? Nichts Spezielles. Da geht's durch und für mich muss ich erstmal nach da hinten jetzt fahren, glaube ich. Aber sieht so aus... Oh, hier kann ich durch, ja. Haben wir denn hier noch irgendwas? Ziemlich viel Stuff. Ich gucke erstmal, was es hier unten noch gibt. Hier ist wie ein Fragment für Konstruktion. Ja, Fragment für Konstruktion. Anscheinend habe ich schon mehr erkundet und mehr gefunden, als ich ursprünglich zu dem Quest-Zeitpunkt hätte tun sollen. Ist das ein neuer Eingang generell hier, oder? Hier liegen wieder ein paar Sachen. Ich bin nicht so tief gerade. Ich glaube, ich bin wieder rausgekommen und das ist jetzt nur ein anderer Eingang. Und die Kabel, die sollen einen dann wieder dahin führen, I guess. Ja, ich habe jetzt... Okay, das war's schon alles. Ich bin raus. Ja gut, dann haben wir da einen entsprechenden Eingang gefunden hier. Ich muss mal ganz kurz orientieren. Wo sind wir denn? Der ist etwas... Ja, etwas seitlich halt hier drüber. Station Delta wäre da, mein Teil auch. Und hier geht's nochmal runter.
Eigentlich müsste ich jetzt eine Signalboje machen, die nochmal da runterschmeißen, aber ich glaube erstmal, dass ich das jetzt erstmal hat hier, ne? Dann würde ich mal zurückfahren, vielleicht mal ein neues Modul für die Bahn holen, Krebs bauen, Tauchdock, yada yada, volles Programm. Ich glaube, ich bin die Karte jetzt schon einmal komplett abgefahren. So, das meiste müsste ich jetzt hier gesehen haben von der Seite. Es gibt halt noch einen Bereich mit Kristallen, die der Dude erzählt hat. Und wo die sind, das weiß ich natürlich auch. Da muss ich nur reintauchen. Ich vermute mal, da kommen wir auf die 1000 Meter dann. Bisher war ich maximal auf 600 oder so, 650. So, Leute, es ist soweit. Eine neue Maschine, der Krebs. Endlich, wir haben sie wieder. Endlich haben wir wieder den Krebs am Start. So, wir können hier nochmal die Höhlenknospen mitnehmen, weil davon brauche ich ein paar. Muss hier mal die Teile dingen. Das brauchen wir nicht. Für Salzsäure war das, glaube ich. Fülle ich mal ein bisschen rein. Davon braucht man ein paar. Wir pflanzen die alle an. Wie dir die Fächer, die sind ultra ekelhaft zum... Oh, und jetzt kann ich gut ernten. Jetzt wird mir mal Wickelpilz angezeigt. Das letzte Mal waren die irgendwie verbuggt. Naja, so, Krebs, ich wollte gerade sagen. Frisch gespawnt, frisch abgesoffen. Gehen wir doch mal rein. Welcome on board, Captain. Ja, freut mich, dass ich hier wieder... Na, ich muss jetzt ganz dringend hier das Upgrade mal reinsetzen. Habe ich das im Inventar drin? Ja, habe ich im Inventar. Das packe ich dem gleich rein. Das Sprung-Upgrade ist drin. Warte mal, Geschwindigkeitsschub? Umschalt links? Ne, im letzten hatten wir das noch nicht, ne? So, gehen wir mal hoch. Welcome aboard, Captain. Welcome on board. Wir haben den Krebs am Start. Hier, mach mal Sprung-Upgrade rein. Jetzt muss ich noch die ganzen Arme und sowas alles machen. Das wird wieder massig Materialien kosten, aber ich muss immer so schön sagen, lieber Arm dran als Arm ab. Bohrerarm noch. Also der Wurfhaken auf jeden Fall, Bohrerarm und dann werden wir wieder alles zerlegen. Alles zerlegen. Das Tiefennudel brauchen wir dann auch wieder. Ich mache noch so viel Zeug dann auch hier wieder. Und Leute, die Fahrzeugerweiterung, also das kann ich jetzt nur in der Fahrzeugerweiterungskonsole herstellen. Das heißt, das bauen wir als nächstes. Let's go. Oder auch nicht Planänderungen. Man kann alles im Fabrikator herstellen. Man braucht die Erweiterungsstation nicht mehr. Die ist dann wohl nur noch für Deko. Erweiterter Kabelsatz, Benzol, Titan, Lithium herstellen. Und ich habe den Wurfhaken. Das ist einfach sowieso das Wichtigste hiervon. Krebsbohrerarm. Ah, wie gut. Wie gut. Die rüsten wir doch einfach mal direkt aus. Und dann gucken wir, was es sonst noch für Dinge zu tun gibt. So, Leute. Die ganze Zeit wurde mir gesagt, ich soll eine Quantenkiste machen. Abfahrt. Ich mache eine Quantenkiste. Die Würfel sind begrenzt. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Ich weiß halt nicht, ob ich... Habe ich noch vier weitere? Nee, ich bin am Überlegen, eine heftige Energiezelle in die Bahn zu packen und eine normale und zwei heftige in den Krebs oder andersrum. Das überlege ich mir noch, dass das immer genug ausreicht. Kann denn, oh warte mal ganz kurz, kann denn der Krebs in der Bahn geladen werden? Das wäre auch nochmal geil zu wissen, weil dann könnte ich die Hauptenergie einfach in die Bahn packen und sowas. Ach, gucken wir mal. So, wir müssen mal trinken, hier leer zurück. Oh, ich kann nochmal ein Wasser wegtun. Leute, wie gesagt, ich kann unendlich viel trinken. Das ist absolut kein Problem. Und chillig. So, wir gucken mal, was die Enderkiste, wollte ich gerade sagen. Mal gucken, was die Enderkiste macht. Das ist keine Qual, das ist eine Enderkiste. Sagt einer, sagt mir, was will. Okay, kann man draußen machen. So, und dann können wir vor Ort gucken. Ja, hat ein bisschen Space. Lohnt sich das? Auf Dauer, also fürs Inventar schon. Vier Plätze im Inventar gegen 16 Plätze hier. Ja, nehme ich mit. Machen wir mal. Dann würde ich sagen, machen wir auch mal. Ey, wir haben noch so viel zu craften. Ein Seebahn-Nachbrennermodul. Da darf ich wieder ran mit hauptsächlich Kabelsatz. Dafür habe ich hier 1, 2. Kann ich sofort craften. Ich habe alles parat. Ich muss das jetzt hier nicht wild zusammensuchen, denke ich mal. Hier wieder Energie. Die haben wir so mal gekriegt, ne? Dann zwei Lithium. Und dann brauche ich jetzt nur noch mal den Schwefel, den ich irgendwo hatte. Da. Und wir haben alles vor Ort. So, komm mal her. Das Nachbrennermodul. Bin ich mal gespannt, was das kann. Sieht aus, wenn das nochmal einen saftigen Schub macht für unseren Zug. Dann kann ich die beiden Sachen auch direkt wieder wegmachen. Und der Krebs soll halt dann wohl das Hauptding sein. Und dafür auch wieder einen erweiterten Kabelsatz. Wieder ein, teuer!
teuer, Leute. Sehr, 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 sehr teuer. Wir müssen wieder alles Mögliche machen. Oh, Leute, ich mache mich mal ran und ich kriege auch hoffentlich das Dockabteil für die Bahn und für den Krebs hin. Dann einmal hochklettern. Es sieht immer so gutes Wetter aus. Schon gehst hoch, sieht absolut furchtbar aus. Naja, Seebahn-Dockabteil bauen. Der Mann fällt das hinten auf den Eisberg drauf. Das fahre ich jetzt einfach händisch runter. Das muss ja mal das letzte Modul wahrscheinlich sein, oder? Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie da ein Krebs dran Platz haben soll. So groß ist die Seebahn noch gar nicht. Der hängt dann irgendwie einfach nur da dran, oder wie? So, dann fahre ich das mal hier gegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das das letzte sein soll. Dann einmal ranfahren und... Perfekt. Und jetzt gucke ich, ob ich da irgendwie mit dem Krebs dran komme. Lass mich raten. Dazu nehme ich den einfach mal und springe hinten dran. Oder ich nehme den Krebs erstmal nicht, weil da noch Module fehlen. Aber das muss ich ja nicht hier drin machen, ne? Nee, ich muss mal gucken, was ich noch freigeschaltet habe für den Krebs überhaupt. Also den Wärmereaktor, darüber können wir reden, aber Kyanit habe ich nicht, deswegen erstmal nope. Tiefenmodul, da müssen wir mal gucken. Oh, den sollte ich machen. Ja. Das sieht ja schon mal alles sehr vielversprechend aus. Fürs nächste erstmal ein Tiefmodul noch. Säuretorpedo ist falsch, das muss hier nicht hin, das kann mal weg. Ja, sieht gut aus. Und ich glaube auch, ich könnte dann mal hier dieses Hydraulik-Ding machen für wann anders. Da müssen wir auch nochmal gucken. Oh, wir haben noch viel zu entdecken, Leute. Wir haben ja noch die ganzen Altera-Locations. Aber fürs erste Modul, please. Tiefenmodul. 700 Meter kann der jetzt. Das ist aber immer noch ein bisschen... gibt es da noch ein besseres Tiefenmodul als das? Das ist immer noch so ein bisschen, naja, also... Ich wollte ja mal in der Location gucken, da gewissen jetzt. Oh, es gibt da noch ein 2er. Aber dafür brauche ich wieder Kyanit. Und das gibt's nur da, wo ich jetzt hin muss. Meine Damen und Herren, wir fahren nochmal etwas los zu der letztbekannte Position da hinten, wo es runterging. Dort können wir jetzt mit der kompletten Bahn hineiern. Und auch mit dem Krebs dann nach unten gehen. Volles Programm und dann gehen wir da, wo diese Purple-Kristalle waren, hin. Da gibt es noch Kyanit zum Einsammeln, dann kann ich das Tiefmodul Stufe 2 noch machen. Das kann ich im Fabrikator machen, das heißt, ich kann ja mal alles mitnehmen, was ich dafür brauche, nämlich 2 Nickelerz noch. Würde ich wahrscheinlich auch da vor Ort finden, ne, aber wir nehmen es einfach mal mit, 2 Nickelerz und dann kann ich vor Ort im Fabrikator von der Bahn das... Ich hoffe übrigens, dass ich mit der Bahn durch die Teile da durchkomme. Oh, das wird jetzt... Wir versuchen, Kamel durch eine Nadelöhr zu schieben. Get ready. Yep, das wird interesting. Warte, was ist das hier? Oh, ich habe gerade den Krebs abgekoppelt. War keine Absicht. Ich wollte direkt einsteigen. Oder vielleicht macht man das auch so, aber... So, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt etwas hier runtergekommen. Ach so, habe ich das schon gescannt gehabt? Ja, bestimmt schon gescannt, ne? Genau. Hier laut Story sollte noch etwas zu finden sein. So, und weiter als hier war ich bisher noch nie. Kyanit? Oh. Oh, da hinten sehe ich noch was Neues. Wo ist meine Energie schon so low? Ich bin es nicht mehr gewohnt. Schubkanonenarm. Krebsschub. Oh, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ja, hat jemand Lust auf Aal auf Reis? Ich würde sehr gerne das Tiefenmodul upgraden. Oh, Gott. Da ist er wieder. Das ist ein 2er gewesen, glaube ich. Ich habe den direkt ins Herz gebohrt. Oh Gott, schon wieder. Ja gut, das ist halt ein bisschen, naja. Der greift ein bisschen unrealistisch häufig an, wenn ihr mich fragt. Hier, komm, wir machen wieder den Trick. So kippen, dann kann ich instant aussteigen. So. So, zuletzt hatten wir dich im Garten besucht. Ja.
Hallo? Gibt's irgendwas Questliches noch oder so? Hier hinten war ich noch nicht drin. Ah, jetzt kann ich hier rein. Jetzt ist hier endlich Platz. Die könnten mal Geschirr abwaschen. Das gibt's ja nicht. Sieht aus wie ein Sauhaufen Kochfeld. Können wir mal scannen. Sag mal. What is all this here? Oh, ein Kühlschrank. Ohne Dusche. Ja gut, Deko-Gegenstände. Wer sich hier einrichten will, der findet alles ein Waschbecken. Einfach ein Badezimmer. Eine Toilette. So, also... Oh, warte mal ganz kurz. Die kann ich doch bestimmt wieder... Ah ne, die waren damals an Land, aber hier kriege ich die nicht anscheinend. Und da waren doch immer Früchte dran, aber auch hier nicht. So, dann haben wir hier noch einen weiteren Raum. Oder so. Haben wir noch ein paar scannbare Sachen? Ne, erstmal nicht. Medkit liegt hier in den PDA. Marguerite Maidas Tagebuch 3. 14 Tage später lebte ich mehr oder weniger am Brustkorb von dem Vieh. Er bedeutete Schutz und Nahrung zugleich. Das Fleisch begann zu faulen. Der Gestank war anders als alles, was ich jemals gerochen habe. Während wir dahintrieben, sank Temperatur und das verfaulte Fleisch wurde steif und gefror. Verlor der C-Tops an Auftrieb. Müssen jeden Tag bin ich gesunden. Meine Zuflucht wurde wahrscheinlich... Ein paar Pinguine, wie die hergefunden hatten, überlebt hat. Ich hatte das Biest nicht 3 Wochen lang geritten, um ohne Beweis von dannen zu ziehen. Land hat sich selbst in der Eishöhle noch nie so gut angefühlt. Alles klar. Dann gab es hier nichts weiteres Interessantes mehr, außer die Sachen, die ich noch gescannt habe. Ja, und das ist wahrscheinlich der Kopf. Aber C-Tops? Heißt das C-Tops? Ich hatte das jetzt Reaper oder so. Das ist so ein Reaper-Kopf wieder. Naja, vielleicht so was anderes gemeint gewesen. Aber ich glaube, die meinte das Vieh. Ja, Leute, da müssen wir nochmal gucken, ob wir uns da tiefer voranwagen. Ich glaube, der nächste Step ist für den Krebs. Besseres Tiefenmodul. Und wir müssen mal gucken, kann ich denn eigentlich... Warte mal, ich habe noch eine Idee. Kann ich denn mit dem Krebs nicht auch einfach an Land laufen? Und dann nicht erfrieren, weil es da drin warm ist? Also ich hätte noch Bock, hier eine gute Tauchflasche zu finden. Also irgendwo hier in den Nestern oder so, in der Umgebung, muss es noch ein paar Dinge geben. Nämlich Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität und eine Sache noch, ein Modul, das Seebahn Schlafabteil. Das muss ich noch finden. Irgendwo hier in der Gegend ist der Stuff, glaube ich. Und da werde ich mal ein bisschen durch die Gegend ein, mal gucken, ob wir da was finden. Und immer schön an Trinken denken, wa? Warte mal, sieht aus, als wir... Hier sieht es aus, als wäre noch was drin. Zugkraftmodul. Oh mein Gott! Das brauchen wir doch noch. Und hier ist die... Oh, ist die Taucherflasche. Oh, finally. Jetzt brauche ich noch eine Sache. Das war doch erfolgreich, Leute, wieder. Das war sehr erfolgreich. Das Seebahn-Schlafabteil. Und ich glaube, dann haben wir, glaube ich, so ziemlich alles freigeschaltet, ne?